In erster Linie möchte ich mich bei Christian bedanken, da er ein weiteres, sicher interessantes Pulver ins Leben gerufen hat, um den Markt zu entzerren. Doch sehe ich die Euphorie etwas fehl am Platz, denn er appelliert indirekt, dass jener doch wechseln solle, jetzt auf Amla. Und wenn nicht, dann jetzt nach seinem Video. Und das müssen wir als Hersteller leider ausbaden aufgrund von seinen Fehlinformationen in dem Video. Daher hier einmal die Klarstellung. Ich habe gedacht, dieses Video ist völlig überflüssig, da viele Menschen es bereits schon widerlegt haben. Doch bekommen wir leider immer wieder die Anfrage, warum wir denn kein Amla verwenden und dann doch lieber das OPC. Schauen wir mal rein. Während sich viele OPC reinknallen, übertrifft die Amla-Beere, die eigentlich Amalaki heißt, OPC in dessen antioxidativen Preis-Leistungs-Verhältnis um einiges. Nö. In diesem Video sind keine Studien verlinkt oder ähnliches verwendet worden bzw. eingeblendet oder Quellen. Daher bezieht er sich auf eine Quelle, wo Traubenkernmehl zu finden ist mit über 100.000. Okay, wahrscheinlich diese hier. Amla weiß ich nicht genau, wo es her hat. Es gibt keinen Laborbericht oder sonst was, wie viel jetzt da das dementsprechend hat oder sonst was. Das weiß ich nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Wir arbeiten einfach mal mit dem, was wir haben. Also 100.000 Orakwert. Traubenkernmehl ist, ja, kann man sich das Video nochmal anschauen von ihm, ORAC-Wert ist Oxygen Radical Absorption Capacity, inwieweit ein Stoff Radikale puffern kann, ja, die dann dementsprechend zu DNA-Schäden führen könnten oder Krebs und solche Sachen halt, ja. Darum geht es hier, quasi ein Schwanzvergleich, ja, zwischen OPC und Amla, wer jetzt besser die Radikale hier weghaut. So, also Traubenkernmehl, 100.000 ORAC-Wert, worum es ja eigentlich gar nicht geht in dem Video, weil es ja eigentlich um OPC geht, ja. Dazu aber gleich später mehr mal zu OPC. Ich kläre es nochmal auf. So, und OPC, also ne, OPC-Gehalt in dem Traubenkernmehl ist 10% und im reinen OPC-Pulver-Extrakt sind es 50% OPC. Ja, so. Und Amla hat dann dementsprechend 165.000 und Traubenkernmehl nur 100.000. So, schauen wir mal weiter. Amla hat einen 1,65% höheren ORAC-Wert als Traubenkernmehl, welches OPC im Preis-Leistungs-Verhältnis bereits vernichtend geschlagen hat, dazu noch ein vollwertigeres Produkt ist. Daher brauchen wir gar keinen Vergleich Amla-OPC zu machen, sondern wir beschäftigen uns direkt mit dem Gewinner dieses Vergleiches, den Traubenkern als solches oder den Traubenkern. Diese Aussage verwirrt mich etwas, denn das erste Wort in diesem Video ist doch OPC, aber jetzt soll es nicht um OPC gehen, sondern um das Traubenkernmehl plötzlich. Was sowieso schon dem OPC vom Preis-Leistungs-Verhältnis überlegen ist, Fragezeichen. Eigentlich nicht, aber das kläre ich gleich nochmal genau. Aber schauen wir erstmal so rein. In 100 Gramm Traubenkernmehl sind ca. 10 Gramm OPC enthalten, also ein Zehntel. Wer nun denkt, dass wenn er OPC direkt kauft, da 100% OPC drin ist, der irrt. Selbst in hochwertigen OPC-Produkten ist der Wert von dem OPC, was relevant ist, nur 50%. Okay, also, schauen wir nochmal genau rein. Um es fair zu machen, nehme ich einfach das erste Produkt bei Amazon. Traubenkernmehl kostet 14 Euro, OPC-Extraktpulver kostet 111 Euro das Kilogramm. Da im Traubenkernmehl aber nur 10% OPC enthalten sind, laut seiner Aussage, das heißt 100 Gramm reines OPC aus dem Mehl bekommen wir für ein Kilogramm, ne, dann 14 Euro. In OPC kostet dann dementsprechend das Kilogramm 111 Euro. Da aber 50% dort enthalten sind, bekommen wir 500 Gramm Pulver. So. Das heißt, wir müssen noch die 14 Euro, die wir bezahlen für das Traubenkernmehl, mal 5 rechnen, weil wir die fünffache Menge hier, 500 Gramm von dem OPC gegen 100 Gramm, sind wir ca. bei 70. Das heißt, 1,4 mal ca. teurer ist das Traubenkernmehl als das OPC-Extrakt. Was ja auch völlig klar ist, weil es ist ja natürlich ein Veredelungsprozess, der gemacht werden muss, damit die Menschen einfach nicht 15 Kapseln schlucken müssten, sondern nur 3 Kapseln. Natürlich bezahlen die Menschen dafür. Wer soll denn das alles sonst bezahlen? Es ist doch nicht klar, dass es ein bisschen teurer wird. Von daher verstehe ich jetzt das ganze Terrain hier nicht. Aber es geht hier um OPC. Also unser OPC enthält ca. 50% jetzt zum Beispiel von Vitasomal, ja. Und davon ebenfalls auch pestizidfrei, hier ebenfalls auch getestet, ja, seht ihr hier, keine schädlichen Stoffe. Das machen übrigens die wenigsten Hersteller, weil es über 1.000 Euro kostet,
Zit-Test. Das machen wir vor jeder Charge übrigens. So, wie gesagt, unser hat auch 50%. So, nun machen wir es aber mal richtig. Und zwar OPC versus AMLA. 1 Gramm, was ist billigeres Antioxidans? Denn darum geht es ja hier, was am Anfang gesagt worden ist. Es ist kein Wort gefallen, wie viel der ORAC-Wert eigentlich OPC hat. Und das fand ich etwas traurig, da stark mit diesem Keyword hier anscheinend geworben wird. Es gibt einige Hersteller, die untersucht haben, die zeigten, dass bereits nur 30%iges OPC, das heißt nicht von den 50%, wovon wir geredet haben, einen ORAC-Wert von 14.000 Mikromol pro Vitamin E-Äquivalent hat pro Gramm. Die Abbildung von Christian bezieht sich aber pro 100 Gramm. Also genau genommen, 1,4 Millionen ORAC-Wert hat das OPC, nur bei 30%. Auch andere Hersteller haben hier 40% des OPC-Pulver getestet. Und hier kamen sie auf einen Wert von 20.000 pro Gramm. Das heißt, wieder hochgerechnet für die 100 Gramm von Christians Abbildung, sind es 2 Millionen ORAC-Wert für 40%iges. Das heißt, zum Beispiel jetzt unser 50%iges oder andere Hersteller 50%iges, 2,4 Millionen ORAC-Wert für das OPC. So, das wurde aber leider nicht erwähnt. Rechnen wir mal kurz mit dem 40%igen, nicht mal mit dem 50%igen. AMLA kostet 2,4 Euro pro 100 Gramm, weil das Kilo ja 24 Euro kostet, ja. Diese haben dann dementsprechend 165.000 ORAC bekommst du dafür, in diesen 100 Gramm, ja. So, pro 1 Gramm sind das dann dementsprechend 0,024 Cent und hat einen ORAC-Wert von 1650 bekommst du im 1 Gramm Alma ja, für 0,024 Cent. So. OPC kostet 11,01 Euro pro 100 Gramm, hat aber einen ORAC-Wert von 2 Millionen. Das heißt, 1 Gramm kostet 0,111 Cent und man bekommt einen ORAC-Wert von 20.000. Jetzt rechnen wir die Kostengleichstellung. 0,111 für das OPC geteilt durch 0,024. Das heißt, das OPC ist 4,83 mal so teuer. So. So, nun jetzt kommt die ORAC-Wertrechnung, denn der ORAC-Wert des Almlas hat man ja dafür bekommen, 1650. So, jetzt ziehen wir das hoch auf den gleichen Preis, wie viel man da bekommen würde, wenn man das OPC kaufen würde für den Preis so viel, mal 4,65, ne? Weil das OPC war ja 4,6 mal 5 teurer. Das heißt, wir bekommen für den gleichen Preis 7672 ORAC-Punkte für das AMLA. OPC hat aber bei 40% schon 20.000. Das heißt, das OPC ist dreimal billiger als AMLA. Wenn es doch jetzt schon hier um billiger und billig geht, ja, und Antioxidantien, wurde leider ein Wert in der Tabelle nicht vorgelesen, auf die er sich anscheinend hier bezogen hat. Und das ist zum Beispiel die Nelke mit 290.000 ORAC-Wert. Das heißt, fast doppelt so hoch wie AMLA nochmal. Da kostet das Kilo ca. 50 Euro, was bei knapp doppelt so hoher ORAC-Werten ca. genauso wenig Geld kosten würde, wie zum Beispiel dieses AMLA-Pulver. Also das ist jetzt auch nicht so. Naja, also wenn es danach geht, knabbern wir alle demnächst Pinienrinde, weil es irgendwie umsonst ist und auch OPC enthält oder was. Ich weiß nicht, wo es jetzt gerade hinführen soll, der Trend. Um den Ganzen nochmal einen etwas wissenschaftlichen Touch zu geben, Abschluss zu verpassen, habe ich leider keine Studien gefunden, die bereits miteinander verglichen worden sind, OPC und AMLA, das gibt es anscheinend noch nicht. Deshalb habe ich so gut es geht halt eben versucht, Studien zu finden, die genau die gleichen Parameter untersucht haben, wo Probanden AMLA bekommen haben oder wo Probanden OPC bekommen haben. Das war echt schwierig. Aber doch, in einer Studie wurde die Blutfettwert sinkende Eigenschaft von 200 Milligramm OPC am Tag gemessen, über 60 Tage. Der Totalcholesterin sinkt um ca. 6%, der LDL um ca. 7% dann dementsprechend bei den Probanden. Schauen wir uns das Ganze nochmal bei AMLA an in der Studie, wo die Probanden dann dementsprechend 500 Milligramm bekommen haben, ja, also mehr als doppelt so viel, aber auch ein paar Tage das dann kürzer konsumiert haben, das muss man auch dazu sagen. Kam zu wirklich keinem verbesserten Ergebnis. Ich würde sagen, eher vielleicht schlechter, wenn die 2,5-fache Menge genommen wurde, von dem AMLA statt dem OPC, wobei das schwer zu sagen ist, dass OPC etwas länger konsumiert worden sind oder sonst was, aber naja, ihr seht halt, ne? Aber im Grunde sind es zwei kleine Studien, die hier nur Tendenzen aufweisen sollen und ich fand es einfach unnötig polarisierend, aber Christian hat recht, AMLA ist definitiv wirkungsvoll, aber meiner Meinung nach in einer anderen Liga als OPC. OPC hat viele Eigenschaften, die AMLA nicht hat, ja? Zum Beispiel die Katechine sind momentan noch unantastbar in der Pflanzenwelt, meiner Meinung nach. Auch das wäre wieder ein völlig anderes Video. Aber ja, also wie gesagt, keine Lust auf Schwanzvergleich, nur wollte den nervigen Hype einmal etwas entkräften.
Dankeschön fürs Zusehen. No hate oder sonst was. Einfach nochmal so, damit wir hoffentlich bald keine Anfragen mehr bekommen, warum wir jetzt Amla oder sonst was benutzen. Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert habt, auf die Glocke drückt und informiert wird, wenn das Video kommt. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen auf videosomal.de, meine Liposomal Supplements, bis 4 bis 5 Wochen höherer Bioverfügbarkeit. Das war alles ziemlich schnell. Ich bin müde, ich muss schlafen. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.